48. Netzpad im Chatroom von Fergie Teaching Net. Da uns niemand schicke Bauchbinden einblendet, bin ich gezwungen, mich selber vorzustellen. Mein Name ist Herbert Gnauer. Ich bin freier Radiomacher bei Epicenter Works, nicht ganz untätig und dem Netzpad von Anfang an verbunden. Der erste netzpolitische Abend nach der Sommerpause, einmal mehr im virtuellen Raum. Und ich muss sagen, Leute, ich vermisse euch. Aber angesichts der jüngsten Entwicklungen wäre alles andere unverantwortlich. Und bei aller Wehmut, die mich beschleicht, wenn ich mich der Zeiten erinnere, als wir im Meterlab noch echte Stühle schleppen durften, denn es besteht ein Unterschied zwischen realem und virtuellem Raum. Auch wenn letzterer natürlich auch real. Und das eine längst nicht mehr ohne das andere zu denken ist. Face-to-face ist doch was anderes. Da kann der Lehrer sagen, was er will. An dieser Stelle Dank an Faircom, eine an sich schon sehr lobenswerte Institution, die sich nicht nur der Entwicklung von Open-Source-Tools verschrieben hat, sondern diese auch bereitwillig der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Insbesondere an Roland Alton Scheidel, der jetzt als Überadmin unseren Abend betreut. Dem Netzpad gewährt Faircom bereits zum wiederholten Male virtuellen Unterschlupf. Wer sich informieren will, wird unter faircom.eu fündig. Ja, ansonsten bitte Mikros und Kameras sparsam verwenden, das heißt möglichst nur bei Wortmeldungen einschalten. Es gibt auch den öffentlichen Chat. Ja, verwendet ihn. Ich sag's aber gleich. Ich werde des Öfteren dann bei den Publikumsdiskussionen vor allem überfordert sein, alles gleichzeitig im Blick und Ohr zu behalten. Männer sollen ja überhaupt sehr beschränkt in ihrem Talent zur Multitasking-Fähigkeit sein. Und alte Weiße, wie mich, natürlich ganz besonders. Ja, also wenn irgendjemand irgendwie was sagen möchte und ich bemerke es nicht, bitte einfach höflich mich darauf hinweisen, können natürlich auch gerne Dritte machen. Damit zu den zwei Referenten bzw. die Referentin und den Referenten des heutigen Abends. Angelika Adensamer wird uns über das Handbuch Überwachung erzählen, das bei Epicenter Works unter ihrem Lead entstanden und jetzt auch erschienen ist. Damit nicht ganz unverwandt, hat Epicenter Works sich den Entwurf zum Kommunikationsplattformengesetz angesehen, besser bekannt wahrscheinlich unter dem Begriff Netzdurchsetzungsgesetz oder Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder Netz-DG bekannt. Und dann hat uns Epicenter Works den Thomas Lohniger geschickt, um davon zu berichten. Aber zuerst zu Angelika. Angelika, du bist Juristin und nach Abschluss der Arbeit am Handbuch Überwachung zum Vienna Center for Societal Security, WISES, gewechselt. Ich habe ein bisschen geübt, bis ich das ohne Stottern aussprechen konnte. Und dabei wieder ein bisschen ein Stück näher zur Wissenschaft gerückt. Allerdings bist du auch bei Reinhard Kreisel und seinem Team durchaus mit einer sehr praxisnahen Forschung befasst, wenn ich mich nicht irre. So, jetzt musste irgendwer das Mikrofon einschalten, im Zweifel du selbst. Dankeschön. Genau, ich habe heute die große Ehre, dieses Handbuch, kannst du reinhalten, vorzustellen, das über das letzte Jahr hinweg, also 2019 hinweg, noch bei Epicenter Works und genau eben entstanden ist. Das hatte einen Vorläufer, das war das Handbuch der Evaluierung von Antiterrorgesetzgebung 2016 und wurde jetzt weiterentwickelt eben in dieser Form. Gleich zu Beginn, man kann das Handbuch einerseits als komplettes Werk herunterladen auf der Seite handbuch-überwachung.at. Dort ist es als PDF online zugänglich, frei zugänglich und man kann es aber auch bestellen, also man kann sozusagen die Hardcopy auch kaufen.
Und ich möchte ein bisschen darüber erzählen, was es damit auf sich hat und was dort drin alles vorkommt und warum wir uns das angetan haben, so ein dickes Buch über Überwachung zusammenzustellen. Grundsätzlich ist es so, wir haben ja bei Epicenter Verb immer sehr viel Evaluierung von Überwachungsgesetzen gemacht. Das heißt, genauso und auch von anderen Gesetzen, die irgendwie mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu tun haben, so wie der Tom das nachher auch vorstellen wird, läuft man dem dann immer hinterher und muss jedes Mal sozusagen Feuer löschen, die durch das nächste Gesetz und durch die neue Reform entfacht werden. Und um dem entgegenzusteuern, wäre die Idee, dass man nicht immer ein einzelnes Gesetz anschaut, wenn das schlagend wird, wenn es da was Neues gibt, sondern dass man einmal sich auch alles, was es in dem Bereich gibt, dass man sich alle Überwachungsgesetze auf einmal anschaut, schaut, wie wirken die zusammen, welche von denen braucht man wirklich, welche von denen funktionieren, welche sind überschießend, welche sind vielleicht auch grundrechtswidrig, um dann zu schauen, welche müsste man irgendwann nochmal wieder zurückbauen. Das würde man Überwachungsgesamtrechnung nennen. Die Überwachungsgesamtrechnung ist als Konzept etwas, das zum ersten Mal 2010 erwähnt worden ist vom Deutschen Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, der gesagt hat, man muss bei der Evaluation oder beim Prüfen einer einzelnen Befugnis immer darauf achten, in welchem Kontext diese auch steht. Also man kann nicht, wie es juristisch oft üblich ist, nur diese eine Befugnis anschauen, sondern man muss auch schauen, wie die mit anderen Befugnissen zusammenarbeitet und ob es dann nicht einen Schritt gibt, wo es einfach insgesamt zu viel ist. Nicht wegen der einzelnen Befugnis, sondern, und das ist das Spannende auch dann daran, dass man sagt, man dreht den Blick um, man schaut sozusagen nicht nur die Überwachung an und was die nutzen kann, jetzt zum Beispiel für die Polizei in der Ermittlung, sondern auch von einem Individuum, das in dieser Gesellschaft lebt, welche Überwachungsmaßnahmen lasten auf diesem Individuum, wie hoch ist der Überwachungsdruck, und das finde ich auch wirklich einen guten Begriff zu sagen, wie sind wir denn alle schon sozusagen belastet von den verschiedenen Methoden, wo vielleicht eine noch okay war und vielleicht eine zweite auch noch irgendwie verhältnismäßig war. Aber wenn man am Ende mit 10 oder mit 100 Massenüberwachungsmaßnahmen dasteht und eigentlich komplett überwacht wird, dann ist es halt zu viel. Und das ist etwas, was man erst sehen wird, wenn man sie auch in der Gesamtheit anschaut, diese Maßnahmen. Also erst wenn man sich einen kompletten Überblick verschafft, kann man sehen, wie viel es eigentlich schon geworden ist. Und das ist etwas, was wir sozusagen in diesem Handbuch Überwachung versucht haben, beziehungsweise versucht haben, eine Anleitung zu geben, wie so eine Gesamtrechnung aussehen könnte, was man dabei beachten muss und wie die einzelnen Schritte dazu wären. Ich möchte, bevor ich weiter eingehe, darin, was das Handbuch beinhaltet, noch ein bisschen in die Tiefe gehen bei der Überwachungsgesamtrechnung und erklären, aus welchen verschiedenen Gründen die Befugnisse, Überwachungsbefugnisse unterschiedlich wirken, wenn man sie in der Kombination betrachtet, als wenn man sie allein betrachtet. Das eine ist die Kombination von Datenbanken und die Verknüpfung von Datenbanken. Das ist etwas, was heutzutage oft unterschätzt wird. Es gibt immer mehr Datenbanken. Es gibt zum Beispiel auch Datenbanken von Privaten, auf die die Polizei und der Staat Zugriff haben möchte, obwohl sie zu einem ganz anderen Zweck begründet worden sind. Das heißt, heute ist die Tendenz da, alle sammeln Daten, weil alles digitalisiert ist, überall gibt es Logdaten, überall gibt es Kontrolldaten und so weiter. Die Polizei möchte Zugriff drauf. Und durch die Verknüpfung mit den Datenbanken, auf die die Polizei noch Zugriff hat, bekommen diese Datenbanken aber eine ganz neue Bedeutung und werden noch viel aussagekräftiger, als sie vielleicht bei privaten Unternehmen oder bei dem einen Amt sind. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, warum Abgleichdatenbanken eigentlich erst eine Aussagekraft für Daten schaffen, ist, wenn man sich vorstellt, wir haben zum Beispiel Bewegungsdaten von einer Person, wo wir wissen, wo sie hingeht,
wo sie vielleicht täglich hingeht, wo sie am Abend ist, wo sie in der Früh ist und wissen aber sonst nichts über die Person, wird auch relativ schwierig sein, etwas weiteres herauszufinden. Wir wissen dann einfach, wo sie ist. Wir müssen dann dazu aber noch wissen, was ist die Adresse, wer ist dort gemeldet und wer arbeitet an dem Ort, wo die Person jeden Tag hingeht. Und wenn wir das abgleichen, wenn wir das alles wissen, können wir anhand dessen auch herausfinden, wer die Person ist. Also tatsächlich ihren Namen, ihr Geburtsdatum herausfinden. Aber das geschieht dann nicht erst, also das geschieht nicht alleine mit diesen Bewegungsdaten, sondern wenn die Bewegungsdaten kombiniert werden dürfen mit den Meldedaten und mit zum Beispiel den Sozialversicherungsdaten Anmeldung durch den Arbeitgeber. Und dann können wir sehr genau wissen, wer die Person ist. Das heißt, bestimmte Daten, also Daten sagen mehr und sind ein stärkerer Eingriff auch in die Privatsphäre einer Person, wenn sie mit anderen, wenn sie mit verschiedenen Daten abgeglichen werden können. Das ist etwas, was man heutzutage auch in den Debatten nicht aus dem Blick verlieren darf. Oftmals wird zum Beispiel gesagt, naja, aber wir werden, also zum Beispiel war die Debatte bei der Gesichtserkennung, die ja von der Polizei jetzt auch schon angewendet wird in Österreich. Wir werden das ja nur mit, wir werden nur nach den Bildern suchen von Menschen, die Verdächtige sind, also direkt Verdächtige sind einer Straftat, wo wir das auf dem Video haben, hat die Polizei gesagt. Und das sind nur sehr wenige. Aber das, was nicht wenige sind, sind die Datensets, mit denen das dann verglichen wird. Das heißt, wir haben vielleicht nur eine Handvoll Leute, nach denen gesucht wird, aber es wird nach diesen Leuten gesucht in einem unfassbaren Datenset. Alle, die jemals irgendwo verdächtig waren, in anderen Ländern wird das auch mit den Passbildern abgeglichen oder wird das mit den Führerscheinregistern abgeglichen. Und das macht einfach gleich einen riesigen Unterschied. Also es ist nicht das Gleiche, ob ich sage, ich habe da wen im Kopf, das könnte der gleiche sein. Oder so jemanden, der ähnlich ausgesehen hat, hatten wir letzte Woche schon. Oder wenn ich den einfach mit dem gesamten Passregister vergleiche. Und das muss man ein bisschen im Kopf behalten, wenn man über diese Befugnisse spricht. Etwas, was ich auch wichtig glaube, wichtig ist, immer mitzudenken, wenn man über Überwachungsbefugnisse spricht und was auch etwas ist, was man im Nachhinein für die alten Überwachungsbefugnisse wieder evaluieren müsste, ist, dass sich Technologien verändert haben. Das heißt, wenn eine Befugnis einmal eingeführt worden ist, war damals die Technologie noch nicht so weit fortgeschritten, wie sie heute ist. Und möglicherweise oder sehr wahrscheinlich die Befugnis damals ein nicht so starker Eingriff, wie er heute ist. Und auch da ist die Gesichtserkennung wieder ein gutes Beispiel. Die Gesichtserkennung wird heute von der Polizei auf Basis der ganz allgemeinen Befugnis der Videoüberwachung angewendet. Früher hat die Gesichtserkennung nicht gegeben. Videoüberwachung war auch, sagen wir mal, wie es das erste Mal eingeführt worden ist, ich weiß nicht, wie lange es schon genau gibt, ich nehme an, das ist vielleicht 20 Jahre oder so, wird man nicht wahnsinnig viel damit haben machen können. Da war die Auflösung nicht besonders gut, da war nicht besonders viel Speicherplatz, da hat man es wahrscheinlich auch nicht besonders lang gespeichert, einfach weil man das nicht verarbeiten konnte, weil man diese Art von Speicherplatz nicht hatte und aufgrund der Qualität hat man wahrscheinlich auch nicht viel erkennen können. Wenn sich das komplett ändert, und wir alles aufheben können und alles auf eine Weise analysieren können, dass wir da, dass es nicht mal mehr ein Mensch anschauen muss, um bestimmte Dinge drauf zu erkennen, also auch zum Beispiel Bewegungsmuster oder so ähnliches, dann würde ich sagen, dass sich diese Befugnis so grundlegend verändert hat, dass sie nicht mehr gleich zu bewerten ist, wie damals, wie sie eingeführt worden ist. Das heißt nicht, dass sie automatisch grundrechtswidrig wird, aber das heißt, man muss sie unter einem neuen Licht betrachten und man muss sie gegebenenfalls einschränken. Das heißt, man muss zum Beispiel die Voraussetzungen erhöhen, um sie einzusetzen, wenn sie derartig ihre Eingriffsintensität verändert hat. Was auch Veränderungen in den Überwachungsbefugnissen bringt. Und ich finde das einen besonders spannenden Punkt. Ich habe es ein bisschen bei der Kombination von Datenbanken schon anklingen lassen.
ist die Veränderung durch die Größenordnung. Man hat heute Möglichkeiten, sehr viel größere Datenbanken zu speichern und zu verarbeiten, als man früher hatte. Allein schon durch die Rechenleistung, allein schon durch den Preis und die schiere Größe von Speicherplatz, die es heute gibt. Das heißt auch, die Datenbanken werden einfach immer größer. Ganz klar ist auch heute das größte Thema Big Data, Data Mining. Man behält einfach mal alles, um dann irgendwas drin zu finden. Das Problem darin, wenn man das so angeht, ist nicht nur eines, dass da alles drin ist und alles bleibt, ist auch ein Problem. Aber man hat auch eine ganz andere Größenordnung von falschen Positiven, von False Positives. Das heißt, wenn man auch nur irgendeine Fehlerrate hat, und das hat man bei jeder Überwachungsbefugnis immer, dann werden anhand, wenn das Datenset dermaßen groß wird, auch die False Positives unglaublich viele mehr. Und diese vielen, vielen falschen Positiven, das bedeutet, das sind Fälle, in denen das System jemanden zum Beispiel als verdächtig markiert, der nicht verdächtig ist. Das heißt, es kann schwere Konsequenzen haben. Das ist jemand, der ohne Grund auf einer Liste aufscheint, der ohne Grund kontrolliert wird, ohne Grund in einen, weiß nicht, Gefährderakt kommt und so weiter. Dass diese Fälle immer mehr und mehr werden. Ich finde es auch besonders spannend, dass man zum Beispiel an den EU-Außengrenzen jetzt durch das Entry-Exit-System, also spannend, besorgniserregend und etwas, wo man wirklich nochmal genau hinschauen sollte, an den EU-Außengrenzen wird durch das neue Entry-Exit-System werden alle Fingerabdrücke gesammelt von Drittstaatsangehörigen, egal ob die Personen ein Visum brauchen oder nicht, um einzureisen. Jetzt werden diese Fingerabdrücke dazu verwendet, zu sehen, ob die Person ihr Visum schon, also schon länger bei der Ausreise zum Beispiel zu lang in der EU war, von wann die Einreisedaten sind, ob es einen Fahndungsbefehl, also ob es einen Zugbefehl für die Person gibt, ob es vielleicht sogar einen Festnahmebefehl für die Person gibt. Also es ist auch mit Interpol-Daten verbunden. Und jetzt wird jede Person, die einreist, werden die Fingerabdrücke überprüft, sind 295 Millionen Checks im Jahr, wird geschätzt. Und bei Fingerabdrücken ist es aber so, dass bei 1 Million von Menschen die Fingerabdrücke so ähnlich sind, dass das System sie nicht auseinanderhalten, dass niemand sie auseinanderhalten kann. Also kein Fingerabdrucksystem ist so gut, dass es die Ähnlichkeiten der Menschen, die es gibt, auseinanderhalten kann. Das heißt, es ist schon mal vorhergesehen, dass man in dieser Größe Fingerabdrücke haben wird, die so ähnlich sind, dass es keine Möglichkeit gibt, sie auseinanderzukennen. Und das ist noch nicht mal, und dabei sind wir noch nicht mal bei einer Fehlerrate bei Fingerabdrücken, die schon unterscheidbar sind. Und davon wird es noch viel mehr geben. Das heißt, solche Systeme in der Größenordnung zu verwenden, wird dazu führen, dass man ein Großteil der Überwachungsarbeit darin bestehen wird, diese Fälle auszusortieren und diese Fälle zu sichten und sich dann damit rumschlagen zu müssen, dass Personen, die überhaupt nichts mit diesem Fall zu tun haben, ein Treffer waren und wie man dann wieder rauskommt. Und das ist etwas, was immer mehr wird und was auch die Befugnisse und die Art, sie anzuwenden, glaube ich, massiv verändern wird. Genau. So viel zur Überwachungsgesamtrechnung und welche verschiedenen Dinge da jeweils mit einfließen. Ich werde jetzt noch kurz einen Überblick geben, was sonst noch so alles drin ist, was man erwarten kann. Und dann würde ich einfach nochmal Fragen annehmen. Und ich glaube, es war jetzt eh schon ein bisschen lang. Also ganz grundsätzlich ist dieses Buch interdisziplinär aufgebaut. Es hat einen sehr starken juristischen Fokus, ist aber bewusst so geschrieben, dass es nicht nur Juristinnen und Juristen lesen können, sondern es soll auch eine Einführung sein in diese Thematik für Leute, die es einfach interessiert.
hat auch als Zielgruppe, sei es Studierende, Journalistinnen, Personen, die in den Ämtern die Gesetze schreiben, vielleicht auch aus Bereichen, in denen sie nicht so oft mit Überwachungsbefugnissen zu tun haben, und so weiter. Wir haben aber trotzdem auch nicht nur juristische Teile. Es gibt einen ganzen Teil zur Überwachung und Gesellschaft, in dem verschiedene Kapitel sind. Das ist einerseits Überwachung aus sozialwissenschaftlicher Perspektive. Es ist ein historischer Abriss über Überwachungsbefugnisse seit den frühen 90ern. Und es ist ein Kapitel, der einen Blick auf die gesellschaftlichen Veränderungen durch Überwachungstechnologien, Algorithmen und Big Data legt. Der nächste Teil setzt sich mit den einzelnen Überwachungsbefugnissen und deren rechtlichen Rahmen auseinander. Hier wird einerseits der rechtliche Rahmen erklärt im Sinne von Rahmen, der alle Überwachungsbefugnisse betrifft, sei es Geheimnisträgerinnen, Beweisverwertungsverbote, sei es auch diese immer wieder auftauchende Trennung zwischen Sicherheitspolizei, Kriminalpolizei und polizeilichem Staatsschutz, also Verfassungsschutz und was es damit auf sich hat und so weiter. Und dann haben wir ein paar Überwachungsbefugnisse quasi geclustert, die oft in der Debatte stehen, und zwar die verdeckte Ermittlung, die Videoüberwachung, also allgemein gesprochen, die Telekommunikationsüberwachung und dann noch umstrittene Befugnisse, zu denen zum Beispiel der Bundestrojaner gehört, der ja, also während wir das Buch geschrieben haben, eigentlich hatten wir es gerade schon fertig, dann als verfassungswidrig erklärt wurde und dann fragen können, sollen wir es jetzt noch schnell rausnehmen, obwohl das Buch eigentlich schon fertig ist. Wir haben es dann mal drin gelassen, einfach um auch zu, es ist ja jetzt, also um trotzdem zu erzählen, was das war. Und die Debatte war ja sehr lang und ich fürchte, dass die auch noch nicht ganz aus sein wird. Also zur Sicherheit kann man das immer noch nachlesen. Zur Kfz-Überwachung und zur Rasterfahndung und zur Beschlagnahme von Briefen. Das nächste große Kapitel sind Grundrechte und Datenschutz. Ganz klar ein ganz wichtiger Aspekt von Überwachung und der Evaluierung von Überwachungsgesetzen. Und da geht es einerseits um die Aufarbeitung von den Fällen, die von den Höchstgerichten zu dem Recht auf Achtung des Privatlebens und des Datenschutzes, die es dazu gibt, plus die Freiheit der Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit und Recht auf ein faires Verfahren. Das sind quasi die Grundrechte, die manchmal auch berührt sind, aber nicht so die typischen Überwachungsgrundrechte sind. Aber ich glaube, es ist sehr interessant, auch da mal zu sehen, dass es doch auch einige Fälle gibt und dass auch in diesen Bereichen, also dass auch diese Bereiche von Überwachung berührt sein können. Genau, dann eine quasi Abriss des Datenschutzes im Polizeibereich. Im Polizeibereich gilt ja nicht die Datenschutzgrundverordnung, sondern eine eigene Richtlinie, die durch das Datenschutzgesetz umgesetzt wurde. Und das kann man hier nachlesen, die hat doch sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen, ist aber auch ganz spannend, wenn man sich für Datenschutzrecht interessiert. Und schließlich haben wir einen Abschnitt über Gesetzesevaluierung als solche, weil das ja das ist, worauf das Ganze hinausläuft. Das heißt, hier geht es darum, wie funktioniert Partizipation, Begutachtungsverfahren, was sind Folgenabschätzungen, die sind ja eigentlich auch verpflichtend bei Gesetzesvorhaben, was bedeutet das im Kontext von Überwachung, wie kann man einen ergebnisorientierten Prozess in der Rechtsetzung etablieren und wie würde das aussehen. Und dann schließlich eine gesamte Checklist, was man alles beachten könnte oder sollte. Es trifft nicht immer jede Frage auf jedes Überwachungsgesetz zu, aber sozusagen wirklich in Form von etwas, was man abhaken kann und systematisch durchlaufen kann, wozu, was muss man beachten. Und das ist auch etwas, was ein bisschen das ist, was wir bei Epicenter Works ich gemacht habe, wenn wir uns diese neuen Gesetze anschauen, welche Fragen stellt man sich da? Das ist quasi von wem betrifft das, wer verwendet das, kann das überhaupt, können diese Art von Daten das aussagen, was behauptet wird, wie lange werden die gespeichert, wer hat darauf Zugriff, gibt es dafür Regelungen,
Wer wurde konsultiert? Welche Grundrechte sind betroffen? Wie kann man sich beschweren? Wie funktioniert die Aufsicht? Also ganz, ganz breit, und es kann wirklich je nachdem, was es ist, sinnvoll sein, das Ganze einmal durchzugehen. Genau. So viel zum Handbuchüberwachung. Es ist online, kann man sich runterladen, kann man lesen. Wir freuen uns auch, wenn es jemand als Print bestellt. Genau. Und soweit von mir. Ja, vielen Dank, Angelika, für den Vortrag. Ja, wie schon gesagt, ich hoffe, man hört mich. Ich höre dich, ja, aber ein bisschen leise. Verstehe, das müsste jetzt besser geworden sein. Wenn man ins Mikro spricht, wird man angeblich lauter. Ja, vielen Dank nochmal für deinen Vortrag. Wie Angelika schon gesagt hat, sie steht jetzt für Fragen zur Verfügung. Man kann sich entweder im Chat schriftlich äußern oder auch mit Mikrofon, gerne auch mit Kamera dazu schalten. Und Angelika wird Rede und Antwort stehen. Alexander Baratzitz schreibt ja schon, dass er eine Frage hat, verrät aber noch nicht welche. Vielleicht will er sie mündlich stellen. Ja, klingt fast so. Also bitte. Ahoi, Dias. Ja, vielen Dank für den Input. Jetzt ist ja gerade öffentlich geworden, dass die Polizei in Österreich Gesichtserkennung einsetzt. Da würde mich die erste Reaktion von dir interessieren, also offenbar ohne besondere Rechtsgrundlage, ob das überhaupt geht und welche Maßnahmen man dagegen setzen kann. Also genau, ohne Rechtsgrundlage. Ich glaube nicht, dass das, also wie eh schon angedeutet, dass das eine Überschreitung der Befugnisse ist, wenn sie durch Technologien derart stark verändert werden. Deswegen glaube ich nicht, dass man eine so anders wirkende Technologie auf Basis einer allgemeinen Befugnis wie der Videoüberwachung einsetzen kann. Das ist allerdings etwas, was, also das ist meine Rechtsmeinung, das ist ein sehr neues Thema. Ich glaube, es wird doch immer wieder jetzt Thema werden, wenn sich Technologien stark verändern und eben immer weitere, auch andere Entscheidungsbereiche hineinreichen werden. Wehren kann man sich dagegen nur als betroffene Person. Das heißt, man müsste nachweisen können, dass man in einem, wahrscheinlich in der Datenbank ist, mit der zum Beispiel so ein Bild abgeglichen worden ist. Auch das ist etwas strittig, ob das reicht, also ob man betroffen ist, wenn man in dem Abgleichset ist. Es wird in dem Fall auch nicht so einfach sein, weil das Personen sind, die auch schon mal polizeilich behandelt worden sind. Das heißt, das sind Personen, die schon mal in irgendeinem Fall verdächtig waren, wo es diese Bilder eben gibt. Also auch eine Art von Gefährder- oder Verdächtigen-Datenbank. Abgesehen davon wird es schwierig sein. Ich weiß, dass zum Beispiel den NEOS das auch ein großes Anliegen ist und die einen Entschließungsantrag gestellt hatten, dass man das verbietet. Das heißt, wenn die Polizei schon etwas macht, was möglicherweise keine Grundlage hat, ist es auch sehr schwierig, das gesetzlich zu regeln, außer man sagt ausdrücklich, das darf die Polizei nicht, was normalerweise nicht der typische Weg ist, sondern normalerweise dürfte die Polizei ohnehin nur, was erlaubt ist. Und in einem Fall, wo die Polizei davon ausgeht, dass etwas darf, wo das nicht stimmt, hätte auch die Gesetzgebung nur die Möglichkeit, quasi dann zu sagen, nein, aber das sicher nicht ausdrücklich. Aber es ist tatsächlich in dem Fall nicht einfach, was zu machen. Der politischen Druck. Da vielleicht von mir eine Frage an Angelika. Ich habe das nicht gedacht, aber könnte man sich nicht auch spielen, dass man Datenschutzauskünfte stellt und da auch Fotos von sich mitschickt und einfach mal sagt und schickt mir alle Bilder, die ihr zu mir habt? Klar, das müssen sie an sich auch. Ich glaube aber, dass man eben, dass die meisten Menschen in dieser Datenbank halt nicht drin sind.
Also wenn man nicht schon mal sozusagen unter dem Sicherheitspolizeigesetz fotografiert worden ist, dann wird man in dieser Datenbank tatsächlich nicht sein. Ja, ich hatte letztens so einen Fall von jemandem, der schon mal erkennungsdienstlich bearbeitet wurde und auch wusste, dass die Person so auch 6 Jahre nach diesem Vorfall noch im E-Kiss ist, weil der Polizist dir mal bei einem anderen Fall Bilder gezeigt. Also ich glaube, dass wir nur die Eisbergs kennen bisher und irgendwie müssen wir nicht ins Dunkel schauen. Minister, ja, außer auf Parlamentaranfragen und auf Vorjahranfragen hauptsächlich von Ivona Laub, von uns vom Team, noch nie, glaube ich, zu dem Thema proaktiv gesagt. Ja, insgesamt klingt das für mich als juristischen Volllaien ja nach einem rechtsstaatlichen Albtraum. Also irgendwie, als wäre eine Exekutive da völlig losgelassen und durch nichts und niemand mehr zu bändigen. Ja, das ist im Überwachungsbereich an sich typisch und wenn, also typischerweise ist es dann auch so, dass wenn sich abzeichnet, dass die Gerichte auch eher finden, dass das keine Rechtsbasis hat, dass dann die Gesetze nachgereicht werden. Also so war es zum Beispiel beim IMSI-Catcher im Kriminalbereich, da wurde dann auch gesagt, ja, das machen wir ja schon, aber eigentlich ist es unklar, ob das überhaupt möglich ist, weil sonst nur im Sicherheitspolizeigesetz, was nicht möglich ist. Deswegen brauchen wir jetzt eine Rechtsgrundlage. Also manchmal wird tatsächlich so argumentiert, dass man sagt, die Polizei macht das ja schon, aber ohne Rechtsgrundlage, deswegen brauchen wir jetzt ein Gesetz. Das kann natürlich, wenn es politisch ohnehin da keinen Widerstand gibt, wird das halt einfach legalisiert im Nachhinein. Die normative Kraft des Faktischen, könnte man sagen. Wie kann man Überwachungsmaßnahmen einstufen, einordnen, um sie miteinander zu vergleichen und einer Evaluierung zuzuführen, aber auch ihre Wechselwirkung? Ein Gesetz wirkt, wie du vorher schon gesagt hast, nicht für sich alleine, sondern mit anderen Gesetzen zusammen. Und da kann es würde ich das aus der Physik als Interferenzen bezeichnen, die es da geben kann. Also irgendwelche Wellen, die sich plötzlich aufschaukeln, mit denen man unter Umständen vielleicht gar nicht gerechnet hat. War das eine Frage? Natürlich. Hast du meine Stimme nicht am Ende des Satzes hinaufgehen gehört? Ach so. Ja, genau, du hast nämlich nicht daran gedacht, dass du das in unserem Podcast auch gesagt hast, dass man, was auch ein spannender Effekt ist, das haben wir ein bisschen auch eine Art von Sachen, die in dem Überblick zum Beispiel drinstehen über die Strafrahmen von Strafgesetzen, weil sich oft mal die Voraussetzungen von Überwachungsmaßnahmen an den Strafrahmen orientieren. Das bedeutet, dass stärker eingriffsintensive Maßnahmen möglich sind, wenn der Strafrahmen sehr hoch ist. Und es ist immer sehr beliebt in der Politik, sich halt aktiv gegen etwas eintreten suggerieren, wenn man einfach den Strafrahmen hochsetzt. Das ist ein sehr billiges Gesetz, hat kaum einen Effekt, denkt man, oder wird dann auch so diskutiert, weil es stimmt, also es hat präventiv kaum einen Effekt, wenn es eh schon verboten war und jetzt nur mit höherem Strafrahmen. Aber ein Effekt, den das sehr wohl hat, ist, dass man in diesen Fällen sehr viel mehr Überwachungsbefugnisse hat. Und das ist zum Beispiel im Bereich, wo die Strafgesetze auch so eher ins Politische gehen oder in Gesinnungsstrafrecht gehen, wo es um terroristische, staatsfeindliche Vereinigungen geht, wo dann geprüft werden muss, was haben die für Einstellungen und worüber wird dort gesprochen, kann das auch durchaus tatsächlich ein sehr eingriffsstarkes Tool sein, dann einfach zu sagen, irrsinnig hoher Strafrahmen, wir können einfach uns deren Veranstaltungen anschauen, alles aufzeichnen und Vereine und Netzwerke und Strukturen genau anschauen. Wie war das Feedback auf Heat, das ja schon eine zweite Auflage ist, wie ich schon auch anmerken möchte. Also eine zweite Auflage ist sogar zu wenig gesagt. Das ist eine stark erweiterte und verfeinerte, weiterentwickelte Neuausgabe. Aber schon basierend auf einer Vorarbeit, die
glaube ich, auch erwähnungswert ist. Nicht zuletzt, weil du ja auch daran beteiligt gewesen bist. Ich glaube, also die Reaktionen waren sehr gut. Wir hatten auch ein paar Medienberichte und ich habe gerade Tanja im Chat gelesen, dass wir nur noch 16 Bücher haben. Also wer noch eins möchte, muss sich vielleicht sogar beeilen. Das ist natürlich auch besonders schön. Wie viele Downloads es hat, weiß ich nicht. Vielleicht weiß ich davon. Hast du Feedback bekommen von Leuten, die das praktisch einsetzen? Das noch nicht, aber man muss dazu sagen, es ist auch erst relativ kurz heraus. Nein, aber da ich selber gerne nutze, bin ich zuversichtlich, dass es gut nutzbar ist. Ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt im Chat, ist es sogar für mich mit meiner beschränkten Multitasking-Fähigkeit. Eine Klarstellung von Herbert Waluschek. Zweite Auflage des Handbuchs Überwachung wird fällig. Gratuliere, Rufzeichen. Dem kann ich mich nur anschließen. Ja, dann danke ich dir für dein spannendes Referat. Danke für die Einladung. Einerseits Hit, viel Erfolg und andererseits auch dir mit deinen kommenden Projekten bei WISES. Magst du noch ein paar Worte dazu sagen, weil es ja auch eben so eine praktische Anwendung von Wissenschaft ist, was ich ja immer besonders liebe. Ja, ob das eben jetzt so kurz... Wir versuchen, ich weiß wirklich nicht, ob das Sinn macht, das in so wenigen Sätzen. Eine unserer Thesen ist, dass wenn Algorithmen Menschen zur Seite gestellt werden, die sonst Entscheidungsträgerinnen waren, also typisches mittleres Management, ein typisches Beispiel zum Beispiel der AMS-Algorithmus, aber nicht aus der Sichtweise der Betroffenen, wo es natürlich auch sehr schlimm ist, sondern aus der Sicht der Sachbearbeiterinnen, die diese Fälle sonst einfach analog beurteilt haben und jetzt das anhand von einem Algorithmus machen müssen. Und die Überlegung ist, dass da sich die Verantwortung verschiebt, also dass etwas von der Verantwortung für diese Entscheidungen von diesen Sachbearbeitern weggeht, weil sie einen Algorithmus zur Seite bekommen haben, den sie weniger gut verstehen und oft auch sehr viel mehr Entscheidungen in sehr viel kürzerer Zeit treffen müssen als davor. Und dass diese Verantwortung aber manchmal nicht komplett woanders hingeht. Also sei es einerseits das Management, das sich dazu entscheidet, diesen Algorithmus einzusetzen, oft aufgrund ökonomischer Überlegungen, oder zu den Entwicklern, Entwicklerinnen, die oft extern sind, die oft nicht direkt dran sind an dieser Arbeit, die einen Auftrag bekommen, etwas zu tun, wo sie vielleicht nicht besonders gut direkt mit den Personen sich absprechen, die das dann anwenden müssen. Und dass da dann die Verantwortung dafür, was dann tatsächlich am Ende rauskommt bei diesen Entscheidungen, so diffundiert und vielleicht so ein Vakuum von Verantwortung entsteht, und unsere Idee, unsere Überlegungen sind, wie kann man das darstellen? Also wie kann ein Betrieb sicherstellen, dass alle, die verantwortlich sind für Entscheidungen, auch die Möglichkeiten haben, die verantwortungsvoll zu treffen, auch die Möglichkeit haben, etwas zu korrigieren, Beschwerden entgegenzunehmen, und dass das nicht sozusagen auf eine Weise auseinanderklafft, dass dann für manche Dinge niemand mehr realistisch und praktisch verantwortlich sein kann. Vielen herzlichen Dank. Wenn es nicht dazu jetzt noch eine Frage gibt, würde ich dich in Ehren für heute entlassen und hoffe, dich bald mal wieder, vielleicht in diesem Zusammenhang, als Gast am Netzpolitischen Abend begrüßen zu können. Vielen Dank. Roland, ich rufe unseren Regieübervater. Du musst jetzt dem Tom die Präsentatorrechte geben, damit er seinen Bildschirm freigeben kann und darauf hoffen, dass sein Upload ausreicht. Ja, ich hätte das gerne getestet. Das können wir jetzt nicht tun. Dann hoffe ich, dass es wenigstens nicht lange dauert. Ich brauche die Bildschirmfreigabe. Und wir müssen jetzt alle irgendwie sagen, ob das auch funktioniert. Ich höre was rauschen, das könnte Roland sein. Du hast die Bildschirmfreigabe links unten beim Pluszeichen.
Ihr müsst mal ganz rechts, kannst du das hochladen, beziehungsweise rechts kannst du den Bildschirm hochladen, freigeben. Ihr müsstet jetzt auch schon die Präsentation sehen, oder? Noch nicht. Also ich habe den Bildschirm jetzt freigegeben, es ist ein eigener Screen. Herbert, siehst du etwas? Ja, ich sehe dich und ich sehe mich. Und wenn ich Präsentation anzeigen schalte, sehe ich das Netzpad-Logo auch nicht. Aber Permission wasn't granted. Wunderbar. Genau deswegen wollte ich das testen. Probier das nochmal. Granted. Musst du entweder bei deinem Browser links oben kannst du, wenn du Firefox verwendest, die Permissions für das Freischalten einer Präsentation. Nein, ich bin hier in Chrome. Machen. Ich habe mir angewöhnt, Chrome zu verwenden für Videokonferenzen, weil ich hier ein Problem hatte mit Firefox, aber es ist mir gerade das falsch. Jetzt nochmal neu ein, noch länger. Eine Möglichkeit, dass wir es dann mit der Version machen. Da fehlen zwar einmal. Mit der Präsentation, die du vorher hochgeladen hast? Mhm, genau. Okay. Die ja noch zur Verfügung stehen, oder? Naja, schau mal bei dir links unten auf dieses Plus, wenn du darauf klickst und da steht irgendwas von Präsentation hochladen und wenn du auf das hochlädst. Und wir ein wenig Glück haben, dann kommst du auf eine Auswahl, wo du deine Präsentation auch siehst. Wenn dem nicht so ist, dann müsste der Regieübervater Roland mich wieder zum Präsentator machen, weil bei mir ist es dann drin. Aber ich nehme schon an. Dass das so, na schau, da haben wir doch was. Dann können wir damit arbeiten. Schaut ja gut aus. Wunderbar. Dann gehen wir in Medias Res. Also ich will euch heute was erzählen über die Regierung für ein Paket um Problem von Hass im Netz. Sie beschäftigen sich nicht mit Hass in der Gesellschaft, sondern hier geht es explizit um Hass im Netz. Und ganz wichtig ist mal zu halten, dass wir hier von drei Teilen reden. Dieses Paket besteht aus einer Strafrechtsreform, einer Zivilrechtsreform und dem NetzDG. In Österreich heißt das Kommunikationsplattformengesetz, kurz Koppel-G. Ja? Die Strafrechtsreform ist ziemlich unkritisch. Da gibt es das Verbot von Upskirting zum Beispiel, also Frauen unter den Rock zu fotografieren und einige andere Änderungen. Wir werden uns noch als Epicenterworks in einer juristischen Stellungnahme dazu äußern. Die Rechtsreform ist ziemlich bahnbrechend, weil die erlaubt, viele Arten von Delikten zu verfolgen, wie das vorher nicht möglich war. Und auch Änderungen beim Medien und dann gibt es auch diese Zivilrechtsreform, die durchaus Grundrechtsperspektive sind, nämlich dass Arbeitgeber die Möglichkeit bekommen, für ihre Arbeitnehmer Klagen einzubringen, wenn deren Persönlichkeitsrechte verletzt sind. Zum Beispiel auch, weil man eine Richterin, einen Polizisten fotografiert hat und dieses Foto hat die Möglichkeit, dass es auch die Ehre des Berufsstandes verletzt, dann kann die Republik klagen gegen diese Person, die dieses Bild ins Netz gestellt hat. Und das ist insofern ganz schwierig, weil der Arbeitgeber kann das einseitig tun. Der Arbeitnehmer muss nicht seine Freigabe geben dafür. Und gerade wenn wir uns das im Polizeibereich überlegen, das hat auch Justizministerin Sadic sogar explizit das Beispiel genannt für diese Bestimmung, dass Polizisten bei was fotografiert oder gefilmt werden, was vielleicht auf alle Polizisten schlecht zurückfällt und auch diesen einen Polizisten in seiner Privatsphäre einschränkt, das kann ganz schnell sein. Wenn das aber ein Polizei prüft, kann man durchaus notieren, dass dass da ein öffentliches Interesse und dem Vernehmen der Partnerinnen wegen Richtern, weil die Probleme hatten, dass sie befangen wurden über die Dinge im Internet. Aber so wie das jetzt hier geschrieben ist, ist es sehr weitreichend. Ein weiteres Problem bei der Zivilrechtsreform ist, dass da Uploadfilter und Netzsperren drinnen sind. Also man kann eine Unterlassungsverfügung auch an einen Internetprovider schicken,
Man bezieht sich da in den Erläuterungen auch genau aufs Urheberrecht und auf das EuGH-Klawischnik-Urteil. Also diese Upload-Filter könnten sogar auch auf Text ausgelegt sein und nicht nur wortgleich, sondern auch sinngleich. So eine Technik gibt es natürlich nicht. Also da beim Zivilrechtsteil haben wir durchaus Bedenken. Das Kommunikationsplattformengesetz, das ist, worüber wir heute aber hauptsächlich reden werden. Und da will ich die nächsten mir verbleibenden Minuten dafür verwenden. Dieses Gesetz setzt uns aus dem Regierungsübereinkommen um. Seite 55 im Kapitel, das große Plattformen von rechtswidrigen Inhalt, wirksame Beschwerdeverfahren, Art definiert, verantwortlich. Auf das stützt sich die ÖVP bei der Umsetzung von diesem Gesetz. Zuständig für die Umsetzung sich dieser Mann hier gefühlt, Mediensprecher des Bundeskanzlers, Gerald Fleischmann. Er ist auch inzwischen so halber Teil der Bundesregierung. Er ist weder Minister noch Staatssekretär. Trotzdem ist er für Medienagenten zuständig. Also der Sprecher der Regierung oder der ÖVP ist sozusagen auch für die Vergabe von Förderungen an Medien zum Beispiel zuständig. Nicht ganz unkritisch, am 18. Februar war Fleischmann in Deutschland, kam zurück und hat gesagt, ja, so ein österreichisches Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das brauchen wir jetzt. Und am nächsten Tag kam sofort die Replik von Sigrid Maurer und Netzpolitik-Sprecher Silvan Zoll. Aber der Grünen, die beide gesagt, nein, kein Fall, so deutsches NG ist da kein Vorbild. Sich die Erläuterungen gesetzt hat, was am Donnerstag vorgestellt wurde, sehr viele Verweise auf das deutsche Netz-DG. Es wurde dann eben lange nichts gemacht, weil es war, im Juni ging es wieder weiter. Da war eine Pressekonferenz, wo erste Details veröffentlicht wurden. Wir haben gleich mal unsere Einschätzung von dem, was wir glauben, dass in dem Gesetz drinnen stehen wird, in einem Blogpost zusammengefasst. Vieles von dem, was wir da drinnen geschrieben haben, hat sich leider als richtig herausgestellt. Dann so die nächste Etappe waren die Verhandlungen, die über den Sommer passiert sind. In denen haben wir uns nochmal explizit eingebracht mit einem offenen Brief, den wir gemeinsam Wikipedia, also Wikimedia Österreich, verfasst haben. Und da haben einige Forderungen aufgestellt, eben, dass es eine richterliche Kontrolle braucht, hohe Umsatzschranken und dass man mit dem Gesetz bitte sorgsam umgehen soll. Und eine Sache, die wir da drinnen auch gesagt haben, die wichtig ist, dass es schon damals klar war, sie werden eine Ausnahme Online-Enzyklopädien machen. Das ist ausreichend, weil die Wiki Foundation auch Dienste betreibt, wie Wikidata oder Wiki Commons, die sind für jeden Wikipedia-Artikel, den ihr heute lesen könnt, aber die eben nicht für sich genommen enzyklopädianisch sind. Genau, und wir dachten sich für richtig erwiesen, also obwohl wir das damals schon, ich glaube es war Juli oder August, in einem offenen Brief gesagt haben, wir haben heute eine Ausnahme für Wikipedia, also für Online-Enzyklopädien, aber für viele andere Momente. Dann gab es am Mittwochabend schon eine erste Analyse von uns, seit das Gesetz wirklich auch öffentlich ist und man über alles reden kann. Und da haben wir nochmal im Detail analysiert, was da drinnen steht. Und ich gebe jetzt hier eine kleinere Zusammenfassung davon. Das Wichtigste ist eh der Scope. Dieses Gesetz gilt für Plattformen. In Deutschland hat man es eingeschränkt auf digitale Netzwerke. In Österreich das Gesetz für alle Kommunikationsplattformen, die dem Austausch von Nachrichten, egal ob Bild, Text, Bild oder Video, es muss nur ein größerer Preis gemeint sein und schon fällt man darum. Und es gibt auch keine Umsatzschranken. Ab 100.000 Nutzern im letzten Quartal, die aus Österreich kommen, ist man von diesem Gesetz betroffen, auch wenn man für sein Schachforum noch niemals Umsatz erwirtschaftet hat. Wenn man überhaupt keine User hat, aber 500.000 Umsatz im letzten Jahr aus Österreich erwirtschaftete, ist man ebenso von diesem Gesetz betroffen. Dann gibt es Ausnahmen für Medien, also für Krone und Standard, für E-Commerce-Plattformen wie Amazon Geizhals oder MyHammer oder für nicht gewinnorientierte Online-Enzyklopädien. Was sehen wir da? Diese Logik kennen wir schon aus der Debatte um die EU-Urheberrechtsrichtlinie. Wir haben eine extrem breite Definition, dann spezifische einzelne Ausnahmen,
Also wir wollen mal das Internet verlieren, weil wer weiß, was Google und Facebook machen. Kommen die kleinen Plattformen zu uns und für alle, die es von Zertifizierten zu schicken, machen wir dann spezifische Ausnahmen. Deswegen auch so schwierig, weil es Aussagen von beiden Regierungen gab, dass bei den heimischen, bei den kleinen Plattformen dieses Problem von Hass im Netz gar nicht so besteht wie bei den großen Plattformen. Deswegen haben wir auch im Blogpost gesagt, man hat mal wieder mit der Shotgun aufgezielt und dabei das halbe Internet getroffen. Das betrifft jetzt, um es konkret zu machen, mehr oder weniger jedes Forum, das in Österreich aktiv war seit den 90ern, weil es reichen ja Karteileichen, das müssen keine aktiven Nutzer sein. Einfach nur lang genug im Internet zu sein, bam, du wirst von diesem Gesetz betroffen sein. Komplett egal, ob du damit Umsatz machst oder ob die Plattform jetzt noch aktiv ist. Die Definition ist so breit, dass auch Chats von Spielen, Dating-Plattformen, whatever, hiervon betroffen sein können, sobald sie genug sind. Auch hier keine klaren Grenzen, ab wann so ein großer Personenkreis ist. Theoretisch auch Plattformen für den von ich höre gerade, dass mein Ton schlecht ist, deswegen ich mein Video ab. Ich hoffe, dass ihr mich jetzt besser hört. Okay, also auch Plattformen, die zum Austausch von Code gedacht sind. Okay, das ist viel besser, wunderbar. Wo war ich? GitHub und andere Plattformen wie GitLab zum Beispiel zum Austausch von Source Code können auch davon betroffen sein, weil das sind Ideen in Form von Text und die fallen unter das Gesetz, auch wenn es recht schwierig ist, in ein Computerprogramm Hass im Netz reinzubringen. Trotzdem muss man die Vorgaben dieses Gesetzes erfüllen. Alle E-Learning-Plattformen ab einem großen Benutzerkreis, also ab einer, weiß nicht, Klassengröße von 20 Leuten vielleicht, ist man davon betroffen. Definitiv schulübergreifende Plattformen, wie genannt, wie gekommen, Twitter, auch Nachbarschaftsplattformen, Videosharing-Plattformen oder auch Messenger mit großen oder öffentlichen Gruppen, wie Telegram oder WhatsApp-Gruppen, könnten von dem Gesetz betroffen sein. An der Stelle, das werden wir nachher dann nochmal vielleicht im Q&A machen, würde es mich freuen, wenn wir ein Brainstorming machen könnten über die Plattformen, die mir noch nicht eingefallen sind, aber die trotzdem betroffen sein könnten. Weil eine der Aufgaben an die Community ist jetzt gerade auch, Betroffenen zu finden und damit wirklich auch eine Breite zu schaffen, weil wir müssen jetzt wirklich die Plattformen, die mit diesem Gesetz sofort out of business gehen, identifizieren und nach vorne stellen. Und deswegen ist es wichtig, dass man jetzt auch wirklich überprüft, welche Plattformen, welche alten Foren aus den 90ern gibt es noch, wer könnte hier noch betroffen sein. Elternforen ist zum Beispiel auch ein Bereich, an den wir gerade denken. Da Kontakt herzustellen, ist, was wir gerade bei Epicenter machen und da ist jede Hilfe sehr willkommen. Danach werde ich jetzt gerne nochmal irgendwie neben dem Scope über die anderen Teile dieses Gesetzes reden. Eine Beschwerde, die bei einer Plattform eingeht, was für einen Weg nimmt die? Leider habt ihr jetzt hier irgendwie einen schönen Ablauf, ihr seht alle 6 Punkte auf einmal und auch nicht mit dem richtigen Layout, aber grundsätzlich, mit dem Gesetz muss die Plattform eine Möglichkeit schaffen, dass man potenziell illegale Inhalte melden kann. Das ist nicht die normale, die man vielleicht von Facebook oder Twitter kennt, so dieser Inhalt gefällt mir nicht, sondern das ist eine spezifische Meldung, ich glaube, das ist illegal in Österreich. Wenn etwas gemeldet wurde, muss es von der Plattform unverzüglich geprüft werden. Sollte der Inhalt offensichtlich rechtswidrig sein, muss schon nach 24 Stunden eine Entscheidung passieren. Eine Entscheidung ist in allermeisten Fällen eine Sperrung. Wenn es nicht ganz so offensichtlich ist, dann kann die Plattform sich maximal 7 Zeit lassen. Dieses unverzüglich meint auch, wenn es nach einer Stunde schon klar ist, musst du nach einer Stunde sofort schon sperren. Ja, also hier ist ein enormer Zeitdruck und Strafen vorgesehen. Wenn die Plattform entschieden hat, gibt es die Beschwerdemöglichkeit und zwar sowohl denjenigen, der es gemeldet hat, wie auch die Person, die es gepostet hat. Das ist eine Verbesserung zum deutschen NetzDG. Hier ist es so, sobald erst wenn etwas runtergenommen kann, die Person postet hat, sich über Breakdown beschweren,
wenn die Person, die es gemeldet hat, meint, ihr habt da immer noch nicht reagiert und das gehört eigentlich weg, kann sich auch gegen diese ausbleibende Löschung oder den Stay-up beschweren. Im Fall von einer Beschwerde gibt es zwei Schritte, die passieren. Der erste ist eine Überprüfung durch die Plattform. Die kann 2 Wochen dauern. Da kann die Plattform sozusagen nochmal intern prüfen, ob sie überhaupt richtig entschieden hat. An der Stelle wird einfach nochmal näher hingeschaut. Und dann in einem zweiten Schritt, wenn diese Prüfung vorher nichts gibt hat oder es sonstige Probleme gab, können die beiden User, also der Poster oder Melder, sich zur Schlichtungsstelle der RTR wenden. Und die versucht dann auch nochmal, dem Ganzen irgendwie hinzustiften und zu schauen, wer ist hier im Recht, muss das oben bleiben oder nicht. Und im Endeffekt kann die Schlichtungsstelle der RTR GmbH, also der Com-Austria zugehörige Dienststelle, die da die letzte Entscheidung hat. Der Schritt, den wir und viele andere, auch AccessNow, auch Wikipedia, eigentlich alle, die richterliche Kontrolle, der fehlt hier leider. Und das ist einer unserer großen Kritikpunkte. In diesem ganzen Prozess, die Entscheidung darüber, ob etwas jetzt wirklich illegal war oder noch von der Meinungsfreiheit gedeckt war, eben nicht mehr bei Gericht passiert und nicht mehr eine Möglichkeit ist, das in einem fairen Verfahren klarzustellen. Wie wird gestraft? Also es ist so, dass sobald 5 Verfahren bei dieser RTR-Schlichtungsstelle in einem Monat auflaufen, muss die Com Austria prüfen. Die Com Austria ist die Medienregulierungsbehörde in Österreich und die muss prüfen und kann auch Verbesserungsvorschläge per Bescheid ausstellen, zu einem Zeitpunkt, wo noch niemals ein Richter einen dieser Inhalte wirklich geprüft hat. Das heißt, obwohl man gar nicht weiß, was wirklich illegal war und obwohl die Com Austria keine Kompetenz hat in der Inhaltsmoderation großer Online-Plattformen. Das ist ein sehr komplexes Problem. Es gibt dazu immer mehr Wissenschaft, aber auch die ist sich nicht einig, wie sowas richtig geht. Die Com Austria hat sich in den letzten Jahren nicht sonderlich durch eine Ausgewogenheit hervorgetan. Ich finde, diese Behörde bekommt zu viel Macht mit diesem Gesetz und das erfüllt mich mit Sorge. Und eben, wenn die Verbesserungsvorschläge, die Com Austria da vorschlägt, nicht befolgt werden oder wenn sie zum zweiten Mal Vorschläge machen muss, kann sie auch schon Strafen ausstellen, die bis zu 10 Millionen Euro im Einzelfall ausmachen können für die Plattform. Das ist durchaus saftig, wenn man bedenkt, dass es keine Umsatzgrenzen gibt. Dann kommen wir zu einem positiven Teil des Gesetzes, die Transparenz. Es ist nämlich wirklich so, dass mit dem Gesetz zum ersten Mal wirklich einfach zugängliche Möglichkeiten der illegaler Inhalte geschaffen werden und das ist gut. Prinzipiell ist wichtig, dass man die Moderation, die auf Plattformen passiert, unterscheidet zwischen der Moderation, weil etwas potenziell illegal ist oder weil es potenziell gegen die AGBs oder Community Guidelines verstößt. Das sind 2 sehr unterschiedliche Töpfe der Moderation. 90% der Moderation, die passiert auf Plattformen, ist wegen legalen Inhalten, die gegen die AGBs verstoßen. Also wir reden nur von einem kleinen Teil der unliebsamen Inhalte, die hier drunter fallen sollten. Ob das auch diejenigen sind, die gemeldet werden, wissen wir nicht. Aber wir werden mit den Transparenzberichten recht viel erfahren. Wenn etwas gemeldet wird, dann gibt es sowohl für den Poster wie auch für den, der es gemeldet hat, auch eine Verbesserung in der Transparenz über das Verfahren an sich, die Entscheidungsgrundlage und auch den Zeitplan und eben auch die Möglichkeit, sich zu beschweren über die Entscheidung der Plattform. Transparenzberichte, ich habe schon erwähnt, die kommen jährlich bei großen Plattformen quartalsmäßig und die geben uns Auskunft über die Organisationsstruktur der Inhaltsmoderation, also wie ist das dort aufgestellt, wie die Anstrengungen, die man gemacht hat, um das Meldeverfahren bildfreundlich zu machen, die personelle und technische Ausstattung dieser Stellen und eben auch, wie diese Leute geschult sind, welche Sprachen die sprechen, wo die ansässig sind, derartige Dinge erwarte ich mir dort. Und es werden auch Listungen geliefert über die Anzahl und Art der Meldungen, die Entscheidungen, die Zeitrahmen, in denen entschieden wurde, also unter 24 Stunden, unter 48 Stunden und so weiter, in solchen Kategorien, da ist das Gesetz recht konkret. Und auch über die Anzahl der Überprüfungsverfahren, die eingeleitet wurden, werden wir Statistiken sehen. Wenn diese Transparenzberichte schlecht sind, wenn sich da Google wieder rausreden, kann die Com Austria Guidelines erlassen,
die dann auch spezifizieren, wie man für die Statistiken erheben muss. Das ist gut, weil wir im deutschen NetzDG gesehen haben, dass diese Berichte nicht vergleichbar waren. Also wir nicht die Statistiken gegeneinander aufbauen konnten. Das Problem ist hoffentlich in Österreich gelöst, wenn diese Guidelines gut sind. Wir hätten die gerne unter Beteiligung von Wissenschaft und Zivilgesellschaft gehabt. Da ist man uns gefolgt. Und dann gab es auch noch eine wichtige Verbesserung an der Stelle. In Deutschland haben sich die Plattformen rausgeschummelt aus der Transparenzverpflichtung, indem sie Inhalte, die als illegal gemeldet wurden, dann einfach auf Basis der AGBs gelöscht haben. Und damit sind die aus der Statistik rausgefallen. Dieses Schlupfloch gibt es in Österreich nicht. Alles, was als illegal gemeldet wurde, muss in der Statistik genannt werden, auch wenn es dann auf Basis der AGBs gelöscht wird. Das ist auf jeden Fall ein Learning aus Deutschland. Und jetzt zu meinem Lieblingspunkt bei diesem ganzen Gesetz, der verantwortliche Beauftragte. Das hier ist ein Symbolbild. Der verantwortliche Beauftragte erfüllt eigentlich einen guten Zweck, nämlich dass er ein Ansprechpartner ist der Plattform in Österreich. Also dass er Strafverfolgungsbehörden erlaubt, einen direkten Ansprechpartner zu haben, an den man sich wenden kann, wenn man irgendwelche Dinge im Internet sperren will, irgendwelche Daten beauskunften will über User, einfach um die großen Plattformen greifbarer zu machen in Österreich. Es gibt dann aber auch die Möglichkeit, also diese Verpflichtung, dass diese Stelle eben zustellungsbevollmächtigt ist und dadurch halt auch eine ladungsfähige Adresse hat. Und das Lustigste ist, wer sich, also die muss immer verfügbar sein für die Com Austria, also der darf nie schlafen oder nie Urlaub machen. Wahrscheinlich wird es eher eine Anwaltskanzlei, die diese Rolle dann erfüllt, was aber die Kosten der Erfüllung dieses Gesetzes noch. Also man hat mehr oder weniger ein Team von Juristinnen hier wirklich dem Gesetz Genüge zu tun. Facebook und Google und TikTok vielleicht können sich das leisten, andere wahrscheinlich nicht. Gerade diese verantwortliche Beauftragtenstelle hat auch persönliche Strafen zu befürchten. Also hier reden wir von 10.000 bis 50.000 Euro Strafe, die drohen, wenn diese Stelle eben nicht das tut, was im Gesetz verankert ist. An der Stelle ist auch nochmal zu sagen, man hatte wirklich Angst scheinbar im Bundeskanzleramt, dass dieses Gesetz ignoriert wird und hat deswegen noch ein neues Instrument eingeführt, nämlich die sogenannte Umsatzabschöpfung oder Umsatzexekution. Das bedeutet, wenn sich die Plattform überhaupt nicht an das hält, was im Gesetz vorgeschrieben ist, dann gibt es die Möglichkeit, dass man zu Firmenpartnern dieser Plattform geht und von denen Umsätze einsammelt. Also ganz konkret, TikTok spielt nicht mit, die Chinesen denken sich, fuck you, Austria, und dann könnte theoretisch die Com Austria zu Marketingagenturen gehen und die Werbeumsätze, die für Werbung auf vorgesehen sind, einsammeln und damit die Strafe begleichen, die die Behörde vorher ausgesprochen hat. Also man versucht hier wirklich ein Enforcement-Mechanismus zu schaffen, der zumindest sehr mutig ist und ich glaube auch wirklich bei den ganz Großen notwendig sein kann. Aber nachdem das Gesetz auch so viele Kleine trifft, glaube ich nicht, dass das verhältnismäßig ist. Wenigstens ist es bei der Umsatzabschöpfung so, dass man nur kommerzielle Umsätze nimmt. Also die Spenden an die Wikipedia könnte die Com Austria nicht abschöpfen. Wenigstens so haben sie gedacht. Ich komme zum Schluss. Grundsätzlich gibt es zwei positive Sachen. Die Transparenz und die prozeduralen Sicherheitsschranken in dem Gesetz sind wirklich gut gemacht. Also die Qualität der Inhaltsmoderation wird hoffentlich besser und die Transparenz wird steigern. Wir werden Dinge erfahren, die wir vorher noch nie gewusst haben über die Inhaltsmoderation bei Google und Facebook und TikTok. Was ganz große Kritikpunkte sind, ist, dass keinen Schutz der Kleinen gibt durch globale Umsatzschranken, dass man sagt, das Gesetz ist nur für die ganz Großen, sondern es trifft eben auch die ganz Kleinen und das Töten. Es gibt keine richterliche Kontrolle darüber, ob etwas illegal ist oder nicht, nämlich an gar keiner Stelle in dem Gesetz, außer die Plattform streitet sich mit der Com Austria, aber nicht für uns, nicht im Einzelfall, auch wenn das Hans-Peter Lehofer kurz gestellt hat, aber für den einzelnen Inhalt, für den Reit rund um eine Frage, illegal ist oder nicht, gibt es keine Möglichkeit, das zu Gericht zu bringen, außer ich zeige es separat. Ja, aber eben in dem ganzen, in der ganzen Logik des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes kommt das nicht vor. Und der letzte Punkt sind eben diese Starnlöschfristen.
Ich frage mich, wieso dieses unverzüglich nicht gereicht hätte und dass man hier irgendwie mit Augenmaß schaut, dass eine Entscheidung getroffen wird. Aber wenn immer die Uhr tickt und nach 24 Stunden oder 7 Tagen eine Entscheidung da sein muss, wohingegen bei Gericht solche Fragen von Meinungsfreiheit über Jahre hinweg judiziert werden teilweise, da frage ich mich wirklich, was die Vorstellung ist von dem, was große Plattformen leisten können. Ich meine, die werden natürlich nicht ihr Bestes geben, die werden das Billigste machen, diesen Genüge zu tun. Und insofern habe ich an der Stelle wirklich große Bedenken und ja, hoffe auch, also gerade weil diese Stahllöschungen geführt haben, dass das französische AVIA Law, das sehr ähnlich ist dem deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ja schon vom Höchstgericht aufgehoben wurde. Die letzte Information, die ich euch noch mitgeben will, ist, dass dieses Gesetz bis zum 15. Oktober noch in Begutachtung ist und dass es sicherlich toll wäre, wenn mehr Menschen sich an dieser Begutachtung beteiligen, weil es ja auch ganz viele Menschen betreffen wird. Also bitte geht auf die Parlamentswebseite. Wir verlinken auch darauf in unserem und also dem Englischsprachigen, beim Deutschsprachigen war die Begutachtung noch nicht online. Und wir werden uns selber mit einer Stellungnahme äußern und stehen auch für Nachfragen und Rückfragen und gute Ideen zur Verfügung, hier und auch nach diesem Talk. Danke. Ja, vielen Dank, Tom, für das Referat. Im Chat sind ein paar Einwände gekommen, keine Fragen, aber Einwände. Ja, es ist natürlich auch zulässig, jetzt Kritikpunkte einzubringen, gar keine Frage. Magst du die vorlesen oder soll ich, weil es wäre sicherlich, oder vielleicht können die Leute einfach selber ihr Mikrofon anschalten, wie es ihnen lieber ist. Ja, das wäre mir auch am liebsten. Mhm. Ich hätte eine Frage. Ich habe nur Verständnis bei der Definition jetzt vom Scope her hast du erklärt, dass entweder 100.000 Personen registrierte zugangsberechtigte Nutzer sein müssen in Österreich und oder 500.000 Euro im Gesetz lese ich aber und. Jetzt meine Frage, wie du auf oder kommst. Ja, das ist ein lustiger Punkt. In einer Form des Gesetzes hat dieses Kriterium in Paragraph 1 Absatz 2 sozusagen, du bist betroffen, wenn du was tust. Also wenn du über 1000 User oder 500.000 Umsatz hast, die Version ist gibt, ja, in der dann wirklich in Begutachtung Varianten ist das alles umgedreht. Du bist auch davon betroffen, ja? Drehst du dein Bild wieder ab, weil der Ton ist, ja. Also ich kann ihm kaum folgen, muss ich gestehen. Okay, dann. Ich habe ja eh so ein Radiogesicht. Also dann sage ich es nochmal. Ich habe deswegen recht, weil das ein Ausschlusskriterium ist. Du bist nicht davon betroffen, wenn du nicht mehr als 100.000 User hast und nicht mehr als 500.000 Euro Umsatz. Aber dadurch, dass es eben ein Nicht am Anfang ist, läuft es auf ein Oder aus. Und ich weiß, dass in den Erläuterungen des Gesetzes das anders drinnen steht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Absicht war der Regierung, aber von der Aussagenlogik her bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es so ist. Und ich habe auf diesen Unterschied auch schon hingewiesen und mir wurde nicht widersprochen von Regierungsseite. Also ich glaube, dass das jetzt auch prüft gehört, ob das wirklich so gemeint ist. Aber was der Paragraph sagt, und das Einzige, was gilt dabei, ist ganz klar, dass hier logisch ein Oder ist. Also du bist ab 100.000 User oder 500.000 Umsatz von diesem Gesetz betroffen. Ja, der eine Einwand hat sich darauf bezogen, dass angezweifelt wurde, du hast ein bisschen ein unglückliches Beispiel, glaube ich, gewählt mit dem Schachforum. Schach ist jetzt keine Massensportart in Österreich, leider, muss man sagen. Also insofern wurde angezweifelt, dass es da sehr viele von ihnen gibt, die überhaupt von dem Gesetz betroffen sind. Wenn man eben
eines der Sachen, die sinnvoll gewesen wären, ist, wenn man auf aktive Nutzer abstellt. Wenn es aktive Benutzer sein müssen, würde ich die voll und ganz recht geben. Aber so wie das Gesetz jetzt gebaut ist, reicht eine Karteileiche von vor 25 Jahren aus, um auf die 100.000 zu kommen. Und auch wenn, nehmen wir irgendwie eine aktive Plattform an, die gerade in Deutschland das neue soziale Netzwerk, das neue Facebook beginnt dort und es wird in Österreich populär und auf einmal hat es eine dieser beiden Grenzen in Österreich gerissen und auf einen Schlag kommt die Keule und man ist zur Gänze mit von beiden Kriterien betroffen. Also man muss eigentlich als Plattform Angst haben, in Österreich populär zu werden. Ari Zehmann hat jetzt eine Frage. Aha, ja, bitteschön. Ja, und zwar, da gibt es ja kochen.at mit 184.000 Usern. Die Plattform gehört das Styria Media House. Was greift jetzt da? Da, meiner Meinung nach, ist es so, dass sie unter die Ausnahme fällt für Medienunternehmen. Das heißt, wenn das Styria gehört, und ich gehe mal davon aus, nachdem das eine Mediengruppe ist, dass die, also sofern eines der Mutterunternehmen unter das Mediengesetz fällt, müssten auch alle Töchter von dem Gesetz ausgenommen sein. Wir haben aber auch mein schöner Garten zum Beispiel mit 184.000 Usern oder hausgarten.net hat 81.000 User. Also das kommt in die Nähe. Also die würden dann schon betroffen sein von solchen. Ja. Also das sind doch genau die Plattformen, die es jetzt gilt, in diese Debatte zu holen und denen klarzumachen, was ihnen da droht. Also ich glaube da ganz stark dran, dass nur mit diesen Stimmen überhaupt das sinnvoll zu beackern ist, weil man hat halt wirklich wieder ein Gesetz geschrieben, wenn da wirklich nur Google und Facebook gemeint wären davon, würde ich vieles unkritischer sehen, als es jetzt gerade am Tisch liegt, aber so muss man sich da wirklich auch um die Innovationsfähigkeit des Netzes Sorgen machen. Danke. Zwei Fragen im Chat, die eine von Ari Zehmann. Die Unionsrechtskonformität des NetzDG ist in Frage. Dann zitiert Artikel Nummer und so weiter. Das lasse ich jetzt aus. Gibt es da in Deutschland schon Verfahren, in denen das aufgegriffen wurde? Meines Wissens nach gab es keine höchstgerichtlichen Verfahren zum NetzDG. Also man hat versucht, heben. Also es ist schon eher fraglich so, worin man das sehen würde. Ja, also ich meine, es versucht schon irgendwie innerhalb der E-Commerce-Linie zu bleiben, weil es eben keine General Monitoring Obligation ist und keine direkte Haftung schafft für diese Inhalte. Und die E-Commerce-Richtlinie gibt den Mitgliedstaaten eigentlich die Möglichkeit, so prozedurale Safeguards zu erlassen. Aber man muss dann halt wirklich halt schauen, eben in Bezug auf Meinungsfreiheit. Und da sind dann wahrscheinlich die Statistiken wichtig, also was direkt des Gesetzes ist, weil die Absicht ist ja eben keine schlechte. Und die Beispiele von Overblocking, die zumindest mir bekannt sind, die in der Wissenschaft aufgearbeitet wurde beim Deutschen Netz-EG, sind jetzt nicht so gravierend. Also auch unsere Schwesterorganisationen in Deutschland haben eher die Kritik, die sie ursprünglich 2017 hatten, nicht so in der Härte bestätigt. Ich bin da aber sehr dankbar für alle neuen Studien, die ich vielleicht nicht kenne. Ich weiß auch, der Evaluierungsreport, der Evaluierungs-DG, der die Woche auch rauskam, war auch gerade jetzt nicht ganz grüne Mängel entdeckt, aber der ist natürlich auch von der Regierung, der hat einen gewissen Bias. Von Maximilian Schubert kommt die Frage, wie die Com Austria denn beurteilen können will, ob eine Entscheidung einer Plattform richtig ist, wenn Gerichte selbst oftmals Jahre, mehrere Instanzen brauchen, bis feststeht, ob ein Posting illegal war oder nicht. Wie siehst du das? Ja, da hat der Max absolut recht. Und ich habe das ja, glaube ich, auch vorher schon versucht auszuführen, dass die Com Austria A eben nicht in der Lage ist, jetzt hier in einem fairen Verfahren Recht zu sprechen, B,
die Prüfverfahren sich ja nur gegen die Plattform richten, auf Basis von dessen, was die Plattform und die Schlichtung vorher an Fakten geliefert haben. Also ich glaube auch gar nicht, dass das so ist. In Wirklichkeit ist dann fast zu hoffen, dass sich die Plattform gegen manche Entscheidungen der Com Austria. Es wäre zum Beispiel auch super gewesen, wenn die Com Austria und die Schlichtungsstelle transparenter sein müssten und nicht nur die Plattform. Weil es könnte ja sein, dass sozusagen die Stelle, wo es problematisch wird, einfach nach hinten sich verlagert. Und da haben wir einen jährlichen Transparenzbericht von der Com Austria. Und in dem drinnen stehen, was sie uns halt erzählen wollen. Also das ist von den Checks and Balances her definitiv nicht so einig gedacht. Arit Seemann hat nochmal nachgesetzt, dass er den Artikel 14 Host Provider an dessen Anfechtung oder Infragestellung er eh nicht glaubt. Allerdings wohl an die Infragestellung des Herkunftslandprinzips, Artikel 3. Adi hat da schon eher recht, genau. Herkunftslandprinzip ist wirklich so eine dieser Fragen, wo das Gesetz auch ganz klar sagt, also das ist vielleicht ein Kritikpunkt, aber bei den Deutschen und bei den Franzosen hat die Kommission das Argument ja gar nicht aufgebracht. Also man wehrt sich gar nicht sachlich gegen die Einschränkung des Sitzstaatsprinzips, sondern man verweist wirklich auf das deutsche Gesetz aus 2017 und das französische von 2018 und dass damals die Kommission dieses Argument nicht gebracht hat, ist mehr oder weniger das einzige Argument, was sich in den Erläuterungen diesbezüglich findet. Das ist schon mutig und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine stichhaltige Begründung ist. Ich sehe das Sitz-Staat-Prinzip vor allem eben auch bei dieser Umsatzabschöpfung wirklich massiv untergraben, weil dadurch halt schon so ein bisschen eine Wild-West-Manier passiert, wo man halt nicht mehr irgendwie sich mit verschiedenen vielleicht auch gleichgestellten Rechtssystemen bewegt, sondern wo man eher sagt, ja, ein Staat verbietet jede Art von Geschäft einer Plattform, sofern nicht diese und jene Bedingungen erfüllt sind. Also da habe ich schon auch wirklich Bedenken. Und ich muss dem Adi recht geben, es sind natürlich nicht, wie ich das vorher gesagt habe, fünf Verfahren, sondern fünf begründete Verfahren, die es pro Monat braucht. Dieses begründet ist wem irgendwie hintanzuhalten, wenn jetzt Leute einfach nur etwas zur Schlichtungsstelle bringen, aber nicht wirklich substanzieren. Diese könnte man abfangen mit diesem diesem Einschränkung des begründeten Beschwerdes. Maximilian Schubert fragt weiter, die vom BKA genannte BIM-Studie bezieht sich auf 2017. Ob es aktuellere Zahlen gibt, aus denen man ablesen kann, wie groß das Problem tatsächlich ist, beziehungsweise was die konkreten Probleme wirklich sind, zum Beispiel Mangel an Routine des Umgangs zwischen Behörden und ISPs. Also ISPs sind ja nicht im Scope, zum Glück. Aber ja, als Basis in den Erläuterungen ist durchaus zu hinterfragen und lückenhaft. Also ich finde es ja immer toll, wenn der Antirassismus-Report von Zara zitiert wird. Ich war ja selber früher Zivildiener bei Zara. Aber dass man irgendwie so Gesetzeserläuterungen auf den abstellt, wie ein Gesetzespaket, da hätte man sich schon auch mehr Mühe geben können, selber Zahlen erheben, selber das Problem vielleicht auch mal zu verstehen, bevor man Gesetze macht. Ich weiß, wie Zara arbeitet, die tun wirklich einen exzellenten Job, aber die sind nicht viel größer wie wir als Verein. Und die sind halt eine Beschwerdestelle für jene Leute, die zu ihnen kommen. Und nicht ein wissenschaftliches Institut, das nach einer fixen Methodik Dinge erhebt. Ja. Und insofern, ich stelle wirklich in Frage, ob das Evidence-Based Policymaking ist. Man hat eher so versucht, ein populäres Thema, wo es laut Umfragen was zu holen gibt, mit einer verbesserten Kopie eines deutschen Gesetzes durchzuboxen. Alexander Baratzitz hat eine Frage gestellt, aber zwei Gegenargumente bekommen. Jetzt hat er sich vorher schon verraten, dass er sehr wohl mächtig ist, sich hier mit Ton selbst bemerkbar zu machen. Und insofern an ihn die Frage, ob er das vielleicht in
modifizierter Form selbst vorbringen möchte? Na, das stimmt. Also ich habe das jetzt nochmal nachgelesen. Also ja, durch die Negativformulierung wird eigentlich ein Oder draus, das stimmt. Die Frage ist, ob das zum, also das steht im Widerspruch zu den Erläuterungen und wird man sehen, was passieren wird daraus. Nichtsdestotrotz ist für mich, also politisch wird man sehen, ob sie das aufrechterhalten werden. Für mich ist die Frage insofern interessant, weil in den Erläuterungen steht nichts drinnen zu dem, was gemeint ist mit registrierter Nutzer und es wären eben unabhängig davon jetzt, ob's nicht durch Umsatz, wenn die alleine schon zu bewerten ist, trotzdem interessant, wie das ausschaut, ob man dabei ist, wenn man quasi ein öffentliches Angebot, was eigentlich auch bei Wikipedia der Fall ist oder bei den anderen Wikimedia-Angeboten überwiegend, soweit ich das sehe. Also außer man ist Uploader, aber das sind ja die Gruppe der Nutzer viel geringer. Also da... Kurz zum Hintergrund, also ich bin im Vorstand vom Cultural Broadcasting Archive, ja, für uns ist das genauso ein Thema jetzt, also 500.000 Umsatz, wenn es wirklich eine Und-Geschichte ist, dann ist das ganz leicht, dass wir da drunter fallen, jetzt ist es noch nicht, aber es kann binnen kürzester Zeit der Fall sein, ja, und dann ist das für uns genauso ein Thema. Genau diese Stimmen, glaube ich, gilt es jetzt in die Debatte einzuholen, weil ich kann nur sagen, man ist mehrmals von beiden Regierungsparteien herangetreten, mit dem Umsatzargument kam, das habe ich ja auch öffentlich getan, na, wo sind denn die Plattformen? Also die Grenzen, wie sie jetzt da drinnen stehen, sind mir nicht neu und es wurde immer gemeint, ja gut, aber wer fällt denn da drunter? Und ich habe da viele Beispiele gebracht und die wurden immer weggewischt. Und jetzt haben wir halt den Salat. Insofern glaube ich schon, dass da die Betroffenen auch für sich sprechen müssen. Was die Frage von ob das jetzt, wie öffentlich die Plattform sein muss, da müsste man sich wirklich die Rechtsprechung im Medienrecht zu größerer Personenkreis anschauen, damit man das abschließend beantworten kann, wie man das quantifizieren kann. Das Gesetz ist da nicht spezifisch genug. Und was die Frage der Registrierung angeht, also ab wann ist man registriert? Also Bundesregierung für die Kommunikationsplattform zugangsberechtigten Nutzer ist der genaue Terminus im Gesetz. Das heißt, die Registrierung sollte sozusagen, die reicht auch schon, wenn sie nur für die Kommentation ist. Es muss nicht nur die Registrierung für den Upload vorhanden sein. YouTube wurde schon als Beispiel in den Kommentaren genannt. Genau das, glaube ich, hatten die da auch im Blick. Also sie wollen wirklich die Rezipienten im Kern erfassen und nicht die Produzenten davon. Und nochmal, der Adi Zehmann hat recht, die verantwortliche Person. In unserem Blogpost ist das richtig geschrieben, weil wir uns auch das dort verlinkte Gesetz angeschaut haben. Aber in einem 15-Minuten-Vortrag habe ich nicht mit, dass manche EU-Länder geben kann, wo diese Person sitzen darf. Aber Irland ist zum Glück keines davon. Daniel Lohninger fragt sich, ob es zu besserer Compliance führen wird, wenn man sich die Strafen, wenn die Plattformen nicht reagieren oder greifbar sind bei den Werbetreibern holt. Ja. Ja, also ob es dazu, also die Frage ist so, wirkt dieses Mittel der Umsatzabschöpfung? Ganz ehrlich, ich kann mir schon vorstellen, dass das bei, also sagen wir so, wenn da jetzt wirklich, wie die Ed Stadler es in den Raum gestellt hat noch vor 2 Wochen, ja, eine Milliardenumsatzgrenze drinnen ist, dass man wirklich nur die global größten Unternehmen im Blick hat und ein wirkliches Lex Google, Lex Facebook, Lex TikTok macht, ja, dann glaube ich, dass so etwas berechtigt sein kann, einfach nur, um sicherzustellen, dass man es wirklich ernst meint. Aber mit den Grenzen, die da jetzt drinnen stehen, also ich sag mal so, wenn ich die EU-Kommission wäre, dann würde ich da mal eine massive Einschränkung des Binnenmarktes verorten, Abkehr vom Sitzstaatprinzip, wie das vorher von Adi, glaube ich, was richtig gesagt wurde. Und vor dem Hintergrund bin ich auch sehr
einzige Spaß die EU-Kommission jetzt in ihrer Stellungnahme sagen wird, weil die Kommission kann dieses Gesetz noch ändern. Es gibt die Möglichkeit, dass die EU in so einer Notifizierung auch sagt, das ist eine zu arge Einschränkung, wollen wir nicht, darf das nicht machen, lieber Mitgliedstaat. Gerade vor dem Hintergrund, dass im Dezember das EU-Gesetz zur Plattformregulierung kommen, der Services Act, gibt es da sicherlich auch einen Willen dazu, ob das politisch auch durchgeht oder ob man sich denkt, naja, eigentlich steht in den eh ungefähr das drinnen, was wir haben wollen, und nehmen wir doch irgendwie das EU-Gesetz vorweg und lassen Österreich die Drecksarbeit machen. Da ist sicherlich in den Kabinetten von Thierry Breton, von DG Connect und auch bei DG Just an Gesprächen am Laufen, und wir wissen ja auch, dass Europaministerin Ed Stadler im Vorfeld dieses Gesetzes einige Male in Brüssel war, um dort zu fühlen und den Boden zu bereiten. Also ich glaube auch, dass jetzt viel auf EU-Ebene politisch noch verhandelt wird, um den Weg zu ebnen für dieses Gesetz. Ja, Maximilian Schubert hat eine Frage geschrieben im Chat, aber was ist, wenn in Deutschland wenn eine deutsche Agentur Werbung für Österreich auf der Plattform schaltet, dann geht das ins Leere. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf den Thread eigentlich mehr bezogen ist oder an dich gerichtet, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, ich meine, er stellt halt die Case-Fragen. Das ist, ich habe das Gesetz eh da vor mir und ich kann jetzt irgendwie grob nachschauen, aber so wie ich es im Kopf habe, glaube ich nicht, dass das gilt. Also du kannst, glaube ich, als Com-Austria da jetzt nicht in einem anderen Land den Umsatz dort abschöpfen. Also ich müsste es genau prüfen, um das mit Sicherheit sagen können. Jetzt mal aus dem Bauch heraus, glaube ich, nicht. Der Paragraph 8, um den es da geht, auf andere Länder, auch EU-Staaten anwendbar ist. Wenn das so wäre, ist es ein weiterer Grund, wieso manche Länder vielleicht was gegen dieses Gesetz hätten. Ja. Gut, im Augenblick ist der Chat zur Ruhe gekommen. Ich rufe noch einmal auf, falls jemand etwas zu sagen, zu fragen hat, sich gerne auch mit Mikrofon einzuschalten oder Kamera. Ja, eine Frage noch an dich, weil du gemeint hast, es wäre es wichtig, dass sich da Betroffene auch melden. Was habt ihr vor als Epicenter Works, um diese Leute hier zu sammeln? Oder gibt es schon einen Termin, der in Aussicht steht? Oder wie wäre deine Empfehlung? Also im Moment sind wir gerade eben in Gesprächen mit einer Reihe von Plattformen und eigentlich der Kontakt ist gerade, wo wir stehen, wir sind bei einigen schon ein bisschen weiter, wo wir sozusagen schon wissen, ja, ihr seid betroffen, das könnt ihr tun, und das ist aber etwas, das ich jetzt hier nicht quapub plagen werde, weil es dann natürlich auch darum geht, wie man diesen Stimmen einen maximalen Impact verschaffen kann. Aber Alex, mal mit CBA seid ihr auch Teil dieser Gruppe und da könnten wir dann bidirektional reden. Alle Foren, die euch auf eurem persönlichen Internetleben, Information geht oder Vorlieben bekannt sind, bitte diese auch an Team mit Epicenter Works schicken. Wir koordinieren dann und schauen einfach oder wirklich möglichst viele mal in die Debatte reinholen, ob das dann über eine Stellungnahme im Begutachtungsverfahren ist oder über eine mediale Aktion oder einen offenen Brief. Das werden wir dann noch entscheiden. Und diese Arbeit tun wir auch auf EU-Ebene. Dort habe ich, also wir haben heute unsere Analyse auf Englisch übersetzt und an das internationale Netzwerk geschickt, und dort sind auch schon einige Lichter angegangen und Alarm geschickt. Also zum Glück ist extrem viel Sauerstoff in der Debatte rund um Plattformregulierung in Brüssel, und das, was Österreich tut, wird mit Adlersaugen verfolgt, und auch sehr viele sehr große NGOs und Organisationen haben sich schon da bedankt für die Analyse und werden jetzt werden. Also ich finde auch, dass dieses Gesetz mal so im Vorbeigehen das wichtigste netzpolitische Gesetz dieser Dekade beeinflussen, das geht nicht so leicht durch. Also ich glaube schon, dass da jetzt noch viele interessante Debatten zu führen sind. Ich hoffe auch, dass Österreich sich dem stellt.
qua Publikum und dass man jetzt eben vielleicht auch über diesen Weg die Debatte über den DSA nach Österreich holen kann. Fasse ich das richtig zusammen, wenn ich sage, es ist tendenziell besser gelöst als das deutsche NetzDG, hat aber seine Schwachstellen? Ja, ja. Also wie ich in dieser Folie mit den positiven, negativen Punkten hatte, kurz vorm Schluss der Präsentation, es gibt zwei enorme Verbesserungen, die Procedural Safeguards und die Transparenz, dann aber drei wirklich gravierende Kritikpunkte und wären die nicht, würde ich dieses Gesetz begrüßen. Ich bin nicht prinzipiell gegen ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ich glaube, man kann diesen Ansatz verfolgen, aber es ist halt wirklich bei den Stellen massive Schnitzer passiert. Und deswegen ist das Gesetz so in der Summe für brandgefährlich und diese Gefahren, die müssen wir auch aufzeigen, auch wenn wir prinzipiell natürlich auch wollen, dass was gegen Hass im Netz getan wird. Deswegen auch eingangs der Verweis, es gibt einen zivilrechtlichen Teil, es gibt einen strafrechtlichen Teil, die sehen wir viel weniger kritisch, aber bei diesem einen Gesetz, das auch aus dem Bundeskanzleramt kam, muss man einfach ehrlich sein und die Kritikpunkte auch benennen. Noch eine Frage zum deutschen NetzDG, das ja durchaus mit großen Ängsten damals erwartet wurde, die sich, soweit ich es wahrgenommen habe, jedenfalls in dieser Form dann nicht bewahrheitet haben. Es hat sich nicht so eingestellt wie befürchtet. Liegt das jetzt daran, dass das Gesetz doch nicht so schlimm und schlecht ist, wie ursprünglich dargestellt und wahrgenommen? Oder wurde es einfach umsichtiger und vorsichtiger gehandhabt? Ich habe das eh vorher versucht schon auszuführen. Also ich kann da auch nicht den Grund nennen, wieso das Resultat nicht so war, wie es die deutsche Netzcommunity vorher befürchtet hat. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Studien, die es inzwischen gibt zu den Auswirkungen, viele dieser Befürchtungen nicht bestätigen. Und das ist für uns eben auch ein Grund, wieso wir sagen, wir sind nicht prinzipiell gegen dieses Gesetz. Ganz einfach, wir können nicht immer Evidence-Based Policy schreien und dann selber uns nicht an die Studien entfernen. Glaube ich schon, dass es eben einen Weg gibt, aber zu machen, ob jetzt in Deutschland solche Gesetze einfach dazu geführt haben, dass endlich die Inhaltsmoderation von den Finnen zumindest nach Europa geholt wurde und jetzt in den deutschsprachigen Versionen von Facebook und YouTube ein bisschen kulturell sensiblere Leute sitzen, die die Sprache sprechen und vielleicht auch eine Grundausbildung in der Juristerei haben. Das könnte ich mir vorstellen als Begründung, aber ich weiß es nicht, weil ich nicht in diese Firmen reinschauen kann. Die Transparenzberichte in Deutschland sind gelinde gesprochen inspirativ. Das ist auf jeden Fall keine Statistik, mit der man jetzt wirklich arbeiten könnte im Hinblick auf, was war vorher, was war nachher, wie hat er sich verändert. Ari Zehmann hat soeben einen Link gepostet zum Evaluierungsbericht des NetzDGs in Deutschland, der gestern veröffentlicht wurde. Und Maximilian Schubert hat vorher schon, du hast von den angegangenen Lichtern gesprochen, einen Link zu so einem angegangenen Licht gepostet, einer Pressemitteilung der ISPA. Ja, ich weiß nicht, also da, was ich, wenn er Marc schon die ganze Zeit hier mitredet, der war doch letztens bei unserer Europaministerin Ed Stadler gemeinsam mit Facebook und Google und hat über dieses Gesetz geredet. Mag er nicht hier irgendwie im Stream auch noch sagen, wie es bei dem Termin war? Er tippt. Das werden wir noch abwarten. Er tippt um die Wette mit Alexander Baratzitz. Wer wird früher fertig sein? Alexander Baratzitz hat einen kurzen Text, der lautet: Bitte ja. Gut, dann einen wunderschönen Abend auch von meiner Seite. Hört ihr mich? Er ist erschienen. Ja, er ist erschienen, genau. Ich kann doch noch viel schneller sprechen, als ich tippen kann. Als Möglichkeit des Meinungsaustausches gegeben hat. Du bist ein bisschen leise, Max. Kannst du lauter werden? Ja, okay, schwierig. Ja, genau. Jetzt nicht, dass die Kinder aufwachen, sonst habe ich wirklich ein Problem. Nein, ich habe gesagt, es hat die Möglichkeit des Meinungsaustausches gegeben und es ist immer gut, wenn man einen Gesprächskanal hat, quasi zur Stelle, die quasi gerade ein Gesetzesvorhaben betreibt.
Von Seite der anwesenden Unternehmen wurden quasi die Bedenken vorgebracht. Da war relativ viel Praktisches um den Zustellbevollmächtigten. Auch eine andere Frage war, wie die ComAustria halt wirklich entscheiden will, was ist eine richtige Entscheidung, was ist eine falsche Entscheidung. Diese 5 Fälle, wie sollen die gezählt werden? Also da war noch sehr viel unklar. Und wir haben dann halt versucht, darauf hinzuweisen, dass es einfach dass die faktenbasierte Grundlage fehlt, dass zwar Studien genannt sind, die aber aus dem Jahr 2017 sind. Und wenn man sich anschaut, im Jahr 2017 hat auch das EU-Monitoring ergeben, dass nur 24% der Fälle innerhalb von 24 Stunden bearbeitet werden. Mittlerweile sind wir auf über 71%. Das heißt, das hat sich verdreifacht. Und wir haben diese Punkte vorgebracht, inwiefern sie wurden zur Kenntnis genommen, aber ob jetzt das zu einer Änderung führen wird, sei dahingestellt. Ich glaube, ein Punkt, der Ministerin sehr wichtig war dieses, es besteht schon jetzt eine Verpflichtung für Unternehmen zu agieren nach der E-Commerce-Richtlinie, wenn sie quasi Kenntnis erlangen von einem offensichtlichen Verstoß. Und das nimmt mir jetzt als Blaupause, um zu sagen, Plattformen müssen entscheiden und quasi Richterinnen und Richter sollen der Ausnahmefall sein. Und wir von Seiten der Internetindustrie kennen halt, also ich sage mal, wenn es ein einfach gelagerter Fall ist, dann wird er in der Regel sehr tief, die von in der Öffentlichkeit breit diskutiert werden, sind meistens auf den ersten Blick auch einfach, aber wenn man halt genauer hinschaut, keine Clear-Cut-Cases, sondern wirklich sehr schwierig, wo wir dafür, wenn wir mit den Mitgliedern sprechen, auch hören, sie haben 2 External Opinions eingeholt und die waren leider widersprüchlich. Und aufgrund dessen wird jetzt eine 3. Legal Opinion von außen eingeholt. Und das dauert. Und da fehlt einfach auch das Verständnis. Man sagt, also Plattformen versuchen sich da rauszustellen, Plattformen sollen mehr tun. Und wir von Seiten der Internetwirtschaft sagen, die Clear-Cut-Cases machen wir sowieso. Aber wir möchten für die schwierigen Fälle keinen Zeitdruck haben, weil es einfach teilweise wirklich nicht einfach ist. Und ich glaube, da das Verständnis zu schaffen, war etwas, was uns sehr wichtig ist. Und der zweite Punkt, es gibt einen Report von Europol für das vergangene, also für 2019. Und da sieht man sich an, wie erfolgreich sind die Polizeibehörden in den Mitgliedstaaten, wenn es darum geht, irgendwie Informationen von Facebook, Google, Microsoft etc. zu bekommen. Und da gibt es die Staaten im Norden von Europa, aber auch Belgien, die sind da sehr erfolgreich. Die bekommen in 80% der Fälle, bekommt die Polizei die Information von Facebook und Google. Der europäische Schnitt ist noch bei 2/3, also 66%, auch noch sehr gut. Und Österreich ist knappe 60%. Und auch aus unserer täglichen Praxis sieht man einfach, es gibt sehr oft leider Probleme in der Abwicklung zwischen Exekutive, aber auch zwischen den Gerichten und den Plattformen. Und jetzt ist eine Möglichkeit zu sagen, dass halt alle Plattformen weltweit österreichische Behörden dissen und absichtlich quasi die Beantwortung verzögern oder schlecht erledigen. Oder man kann sich fragen, ob das nicht ein Hinweis darauf ist, dass es da Optimierungspotenzial gibt von Seiten der österreichischen Behörden. Und um euch ein praktisches Beispiel zu nennen, wenn Facebook und Google aufgefordert werden, Informationen herauszugeben, dann gibt es dafür kein Formular, sondern man nimmt das Formular, das für Telekom-Anbieter gemacht wurde, also gänzlich andere Rechtsgrundlage, und streicht dann durch mit dem Lineal das Wort Telekom-Anbieter und schreibt dann drüber Plattform. Also das ist das Level an Professionalität, auf dem sich Österreich bewegt. Und wenn ein Land wie Österreich dann sagt, dass es Probleme gibt im Austausch mit Plattformen, glaube ich, sollte die Frage zumindest angebracht sein, ob diese Probleme ausschließlich auf der Seite der Plattformen zu suchen sind. Sorry, das war jetzt etwas länger und ausführlicher, aber ich hoffe, das war das, was ihr euch vorgestellt habt. Ja, das war extrem informativ auf sehr vielen Ebenen. Ich hoffe, man hat die Zwischentöne mitbekommen. Das mit dem Lineal war eindeutig mein Highlight. Ich finde es gut, dass es noch Lineale in Polizeidienststellen gibt. Ich frage mich, wofür die alles verwendet werden. Und ja, also ich glaube, da findet sich auch vieles, wo wir eben beide sagen, diese richterliche Kontrolle ist notwendig, und irgendwie ist es auch ein bisschen humoristisch, dass eine ehemalige Strafrichterin versucht, so wichtige Fälle dann von den Richtern und Gerichten wegzubekommen und sie privaten Firmen zu überantworten. Also ich glaube, wir sind langsam so mit der Debatte an einem Punkt, wo es allen eigentlich so unter den Nägeln brennt und man will jetzt Sachen.
vielleicht ist es auch mal an der Stelle hilfreich hinzuweisen, dass Epicenter Works, ja gut, wir haben gerade keine offenen Koordinationstreffen mehr, aber vielleicht machen wir mal wieder eines, wenn das interessiert. Ansonsten schickt doch einfach eine E-Mail ans Team. Mich würde es auch sehr freuen, wenn die Leute, die jetzt thematisiert wurden und merken, sie wollen da was machen, sich melden, damit wir gemeinsam auch schauen, dass wir diese Probleme nehmen. Ja, auch von mir herzlichen Dank an Maximilian Schubert für das durchaus erwünschte Co-Referat. Wer nicht kennt, Maximilian Schubert, Generalsekretär der ISPA, der Interessensvertretung der Internet Service Provider Austria. Und nicht in allen, aber doch in sehr vielen Dingen ein immer verlässlicher, ja, wie soll ich sagen, Mitstreiter, der schon wieder tippt. Ein Smiley. Ja. Gut, damit würde ich sagen, lassen wir es für diesmal gut sein. Der Netzpolitische Abend Nummer 48. Nummer 49 steht schon in den Startlöchern, wird wieder wie üblich an einem ersten Donnerstag stattfinden, nämlich am 1. Oktober. Und ich freue mich auch, dass doch relativ viele Leute, so zwischen 20 und 30, hier anwesend gewesen sind und zum Teil auch immer noch sind und dran geblieben sind. Ich hoffe, beim nächsten Mal wieder auf regen Besuch. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und Mitmachen. Herbert, es gibt noch zwei Ankündigungen. Es gibt doch zwei Ankündigungen. Oh, die Stimme aus dem Hintergrund. Na, dann mach sie doch gleich. Julia war vorher dran. Ja, hallo, vielen Dank. Ich schaue mal, ob die Kamera funktioniert. Ja. Just das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Also bitte, Entschuldigung. Große hallo, Frage. Danke. Vielen Dank für die Möglichkeit. Hallo, ich bin Julia Haas. Ich bin bei der OSZE beim Beauftragten für Medienfreiheit und ich wollte nur kurz etwas ankündigen. Erstens, vielen Dank für die beiden exzellenten Vorträge. Wir schauen uns das Kommunikationsplattformgesetz auch an. Aus medienfreiheitlicher Sicht. Und wir sehen natürlich auch besonders kritisch, dass diese grundfreiheitliche Abwägung an Privatunternehmen irgendwie jetzt delegiert wird. Aber das wollte ich eigentlich nicht ankündigen, sondern ich wollte kurz sagen, dass wir ein Projekt haben zum Einfluss von künstlicher Intelligenz auf Meinungsfreiheit. Und da schauen wir uns an natürlich auch sehr stark Inhaltsmoderation, vor allem von terroristischen Inhalten und Hate Speech, aber auch die Frage, wie inhaltlich Inhalte sortiert werden online, also dieses Content Curation und wie das alles verbunden ist mit Datensammlung und Überwachung an sich. Was ich jetzt ankündigen will, ist, dass wir bald damit beginnen werden, Empfehlungen zu erarbeiten, wie man Meinungsfreiheit sicherstellen kann, wenn künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Und wir haben derzeit eine Konsultation dazu laufen. Und zwar noch bis Ende September und wir wollen wirklich möglichst viel Information bekommen von möglichst vielen Leuten, gerne auch einfach nur von interessierten Privatleuten und ich wollte es jetzt einfach nur nochmal ankündigen, ich kann den Link gerne in den Chat stellen. Es ist alles auf unserer Website zu finden, das ist osce.org/FOM für Freedom of Media /AI-free-speech. Entschuldigung, mit Englisch und Deutsch, das ist ein bisschen verwirrend. Ich stelle es noch in den Chat, aber ich würde mich sehr freuen, wenn jemand von euch sich dazu auch meldet. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese spannende Ankündigung. Ja, bitte die Links in den Chat zu posten. Ja. So, was war ja, die Frage? In den Chat dann irgendwie, also zumindest ein paar Links aus dem Chat sollten wir vielleicht in den Blog dazu haben, weil wirklich ein paar gute dabei. Ich kann Julia Haas absolut zustimmen. Also ich freue mich mal, wenn es eine Stellungnahme von der OSZE gibt und auch die Konsultation, die da gerade läuft, ist auf jeden Fall es wert, dass man es einbringt. Also wer die Zeit hat oder mit Algorithmenregulierung sich schon beschäftigt hat, das ist auf jeden Fall eine wirklich wertvolle Möglichkeit, noch in der Debatte mitzugestalten. Inzwischen ist der Link da. Ich werde ihn von der Julia Haas, ich werde ihn noch mit einem HTTP versehen, damit er auch zum Link wird und bequem anzuklicken. Bitteschön. Großartig. Ich wollte noch kurz announcen, Creative Commons hat in der 20-jährigen Geschichte da eine Umstrukturierung vorgenommen vor 2 Jahren und
danach gibt es nicht mehr quasi nur eine Organisation pro Land, wo es halt einen Public und einen Legal Lead gibt, sondern quasi ein Chapter, und man kann als natürliche Person Mitglied werden. Und gestern wurde announced, dass das Österreich Chapter jetzt auch es geschafft hat, sich zu formieren, und da ist die URL, wo wir jetzt einstweilen unsere Inhalte draufstellen, und seid herzlich eingeladen, sich da auch einzubringen und sonst aber auch Fragen zu stellen. Also das ist auch das, was wir hauptsächlich machen, dass wir zur Urheberrechtsreform uns äußern und andererseits Fragen zur Anwendung der Lizenzen beantworten und ja, spezifische Projekte machen. Genau. Ja, falls jemand den Chat haben möchte, da gibt es oben rechts im Chatfenster diese drei Punkte und da gibt es die Optionen Speichern und Kopieren. Also ganz einfach für die Ewigkeit daheim abzulegen. Inzwischen sind tatsächlich ein Haufen interessanter Links, die sich da angesammelt haben. Ich ziehe jetzt trotzdem den digitalen Vorhang und werde mal meine einsame Bildübertragung da jetzt einstellen. Wer will, möchte, kann ja gerne im Chatroom noch weiter plaudern und gerne auch mit Mikrofon weiter diskutieren, aber ich muss jetzt nicht mehr die visuelle Vorlage dazu liefern. Also, danke fürs Dabei sein. Danke, dass du das gemacht hast, Herbert. Ich werde mich auch gleich verabschieden. Es war wirklich ein Totspot, auch wenn er nicht physisch war, aber ich finde, wir sind dem Ding wenigstens nahe gekommen. Und ja, hoffentlich auf bald.